So, guten Morgen. Heute ist Pfingstmontag und ja, auch heute bin ich wieder im Dienst. Ich habe sogar heute auf meinem Dienstzettel geguckt, mit welchem Bus ich fahre und ich kann mir aussuchen. Den, den, den oder den oder den. Und wisst ihr, welchen ich nehme? Ich zeig's euch. Kommt natürlich später noch ein ausführliches Video, dann stelle ich euch den Bus auch vor. Den. Und wisst ihr was? Das 77 steht für mein Geburtsjahr. Nein, Spaß. Nächstes Video folgt, dann zeige ich euch den mal komplett. Bis später. Tschüss. Ja, so, ich hatte ja gesagt, ich melde mich nochmal. Bin heute mit dem AV 77 unterwegs. Man könnte auch sagen, mein Geburtsjahr ist natürlich reiner Zufall. Ja, dieser Bus hat ein paar Besonderheiten. Ja, ich würde sogar sagen, fast im positiven, ja, nee, ist eigentlich im positiven Bereich. Erstmal ist er einer der neuesten, der AV 92 und AV 77. Die sind letztes Jahr eben, jetzt muss ich lügen, ich glaube im April sind die dazugestoßen. Ihr seht oben, seht ihr diesen roten Balken. Das ist eine Erhebung, da gehen wir auch gleich rein. Das ist dann ein Low-Entry-Bus. Warum das jetzt Low-Entry-Bus heißt, ja, kann ich nicht sagen. Low-Entry heißt, er hat hinten eine Stufe und ja, auch das zeige ich euch gleich. Ich bin heute wieder auf der 21 unterwegs. Auch dieser Bus hat einen einzigen Werbepartner. Ich persönlich finde die Werbung sehr, sehr schön. Auch dieser Bus hat zwei Klimaanlagen, zeige ich euch auch. Gibt sogar noch extra Knöpfe. Einmal bevor die Erhebung, also bevor der rote kommt, so nenne ich es jetzt mal, und davor auch, ne? Da und da. Oh, habt ihr gesehen, es funktioniert. Ja, jetzt gehen wir einmal so rum. Ja, auch da wieder zwei Achsen, dazu hatte ich ja schon mal was gesagt bei einem anderen Video. Und ja, lässt sich sehr gut fahren. Hat auch jetzt noch keine 100.000 Kilometer gelaufen. Ja, und gehen jetzt einfach mal kommentarlos rum. Jetzt müssen wir hier natürlich ein bisschen aufpassen. Hier fahren auch gerne mal die Autos etwas schneller. Nicht, dass wir dann gleich zwei Christians haben. Jetzt gucke ich noch einmal ganz vorbildlich. Jetzt sind wir auch schon am Heck angekommen. Auch da die Werbung. Also ich persönlich finde es sehr, sehr gelungen. Da 21. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Hier brauche ich jetzt zwar nicht klettern, aber hier kommen wir, ja, machen wir es so. Komm, seht ihr mich im Moment nicht, aber das ist ja, warte mal, ich gehe mal doch so lang. Jetzt kommen gleich allerdings ein paar Autos noch mit ins Bild. Die vergesst ihr dann einfach mal und seht ihr gerade nicht. So, ja. Besonderheit ist bei diesem Bus und auch bei AV 92, AV 91 und AV 97, dass der, warte mal, wir gehen jetzt noch einmal hier hin. So, die Besonderheit jetzt gerade aktuell bei dem Wetter, jetzt machen wir einmal hier die Tür wieder auf, auch hier wieder die Klappe zum Abschließen. Auch hier seht ihr, ne, sieht doch geil aus, ne, finde ich. So. Hier müssen wir den Knopf immer ein bisschen länger gedrückt halten, bis die Türen aufgehen. Das sind so EU-Richtlinien. So, jetzt zeige ich euch mal was. Ihr seht nämlich hier, Moment, da. Dieser Bus und auch die anderen Busse, die ich gerade genannt habe, haben eine Sitzkühlung im Sitz drin. Wenn ich den, so ist die Sitzheizung an. So ist die Sitzkühlung an. Und dann auf Stufen 1, 2, 3. Ja, ist eine total geile Geschichte. Zusätzlich hat dieser Bus und auch die anderen Busse, das zeige ich euch auch, einen Kühlschrank.
Ihr sagt Kühlschrank? Sag ich, ja, Kühlschrank. Und da gibt es nämlich extra, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Wartet mal. Ich muss mal eben hier das Handy. Diesen Knopf, den muss man drücken, dann leuchtet es da rot und dann kommt auch kalte Luft in den Kühlschrank. Hier haben wir einmal für die Klimageräte Stufe 1 bis 3. Ja, wie der Name schon sagt, Stufe 1 ist gering, Stufe 3 ist mehr. Auch hier dann das sogenannte Fleetboard wieder. Die Anzeige, die wir auch nicht betätigen müssen. Und unser Gerät, wo unsere Fahrerkarte reinkommt. Hier kann man separat dann einstellen, wie warm es im Fahrgastraum sein soll. Und hier kann man nochmal separat für den Fahrer ein bisschen Gebläse anheuern. So, ja, auch hier seht ihr, alle Fahrzeuge sind gleich ausgestattet. Ja, seht ihr, Corona, wie auch immer. Auch da kann man gut eine kleine Sonderfahrt mehr machen. Auch hier schön gepolstert. Alles gut. Jetzt müssen wir wieder einmal klettern. Hier ist die Zuordnung von den Rollstuhlfahrern oder Kinderwagen etwas anders. Die ist direkt dann hier. Wenn man reinkommt, muss man dann rechts gehen. Und hier ist dann noch ein separater Platz. Das ist bei dem 91 und 97 nicht der Fall. Hier seht ihr dann die Stufe. Gehen wir jetzt auch einmal hoch. Und deswegen ist auch oben dieser Balken, da wisst ihr, oh ja, hier ist ein bisschen höher. Aber ihr seht, ist noch genug Platz. Zusätzlich haben wir hier noch, weil wir haben es beim 91 und 97, dass hier oben, wenn man die Treppe hochgeht, da oft dann eine andere Wärme hat als unten. Jetzt hat man das nachgerüstet bzw. nachgebaut. Hier oben sind zwei zusätzliche Lüftungsschlitze, so will ich es mal sagen. Die bringt zusätzlich dann die kalte Luft auch hier oben hin. Wie gesagt, bei den anderen Bussen, da hast du dann schon mal wirklich Temperaturunterschiede. Ja, das ist so der AV77. Jetzt sind wir hier ganz oben. Und ja, finde, das ist ein schönes Bild. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder wie, einfach kommentieren, schreibt mich an. Besucht meine Webseite www.derfreundlichebusfahrerchristian.de. Könnt mich auch auf Facebook besuchen. Einfach eingeben, der freundliche Busfahrer Christian. Oder bei Instagram heiße ich Busfahrer Christian. Wir sehen uns. Tschüss.